sich etwas im 16. Das ist gut so. Und nachdem wir Oldtimer heute hier haben, habe ich nämlich auch einen Oldtimer. Und zwar ist er ganz verrückt nach Motorrädern. Und jeder, der also irgendwo ein altes Stück zu Hause hat, könnte mit dem Herrn neben mir reden. Das ist der Herr Wolfsberg. Er war mein Clubvorsitzender der SP Otterkring. Und er sammelt alles, was ihm irgendwo in den Weg kommt. Und freut sich natürlich über jedes Stück, das dazu kommt. Aktuell sind es 46, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Er hat auch ein Motorradmuseum, leider nicht im 16., sondern in Meidling. Aber wahrscheinlich geht es da dort auch gut. Zur Info, haben wir so schöne... Wollt du gestern geholfen werden? Nix, das ist eine Spende. Spende? Das ist der Flutter in die Dosen. Damit haben wir eröffnet, aber es war damals eine ganz witzige Geschichte und war Blasmusik von der Wiener Linie da und ein Murz drum gerade, wurscht. Und es ist dann relativ rasch gegangen, dass wir das zweite Lokal bekommen haben, aber noch schneller ist gegangen mit den Fahrzeugen. Wenn du da ein bisschen in der Szene dich bewegst und es bekannt ist, dass du so ein Museum hast, kommen die Leute zu dir und sagen, hey Ernst, ich habe von meinem Mann 40 Jahre, jetzt erst passiert, ein Motorroller oder ein Motorroller im Köhler, das Staube ununterbrochen hat. Bei ihnen weiß ich, dass es gut aufkommt. Ich wollte es das haben. Dann waren wir schon dort. So haben wir den Lohnerroller gekriegt, zum Beispiel. So, dann haben wir zum Beispiel im Oktober, Ende Oktober vergangenen Jahres, im Wiener Bezirksblatt, war ein Artikel von uns drin. Ne? Ja, wirklich, ja. Der Artikel ist bis nach Kärnten gegangen, wieso weiß ich nicht. Hat der Oldtimer Club Felden am Wörthersee angerufen und hat gesagt, pfah, ihr habt im Wiener Museum und so schöne Bilder und ich weiß nicht was. Wir haben uns entschlossen, dass die nicht verkommt. Wir haben es noch hergekriegt und die steht da hinten. Ihr kriegt von uns geschenkt die Zündung. Baujahr 1970er, 125er K-Zündung. Steht da, nur zum Anmelden her. Die hat dann ein Freund und ich haben uns im Mai diesen Jahres geholt von Felden und Wörthersee. Vor drei Wochen, also vor zwei Monaten hat mir einer angerufen, er ist geschieden und muss jetzt in den Keller räumen und da steht er, steht es noch nicht drin, und da steht ein KTM Pony 1, das ist 1er Pony, ob wir das haben wollen. Na, das ist Frage. Bitte? Du schenkst das? Ja, hat mir geschenkt. Nichts becken müssen. Nichts becken müssen. Ich kaufe Theater. Ja, wissen Sie, ich bin so blöd, ich kann das nicht aus dem Keller rauszahlen. Sie müssen kommen. So, das steht im Keller in Otterkring in der St. Leitengassen seit 1967. Soll ich doch. Mein Mann ist ja rausgelaufen. Nix. Wir haben reingeschaut im Tank wie ein Neuch, so Sprit rein, neue Kerzen. Schaut, ob Öl drinnen ist, und hat er fünfmal runtergetreten und das gerannt. Nichtsdestotrotz hat mein Freund, mein bester Freund, der war bei der Post, der Kfz-Mechaniker bei der Post gelernt, war dann Master und dann war er 30 Jahre Ausbilder von den Kfz-Mechanikern. Er hat goldene Hände. Der Rennenstehhalm ist, da war auch ein Kennzeichen drauf, ist unsere Bergungsmaschine. Die bringen nicht rein. Hast du den Freund die gesehen? Am Video? Ja. Die Bahnnummer drauf. Aber alle anderen sind da die Nummern. Jetzt auf welche. Also wir fahren mit. Wenn wir fahren, müssen wir immer Freund anrufen. Erst, kannst, willst und so weiter. Traust dich nicht? Das ist ein lauter alte Häuseln. Der hat mich geschlagen. Ja. Ich bin nicht geschlafen, ich bin auch geschlafen, da fahren wir. Schau. Und geschoben. Und da war ein Trupp auch geblieben gehabt. Und das haben wir uns weggekauft.
unsere älteste Maschine, die wir haben und die auch angemeldet ist, schau, das ist die Zündapp, was ich gesagt habe. Ja, ja. Ist die Standard BT500, die ist auch angemeldet, Baujahr 1932, die ist 80 Jahre alt. Da muss man einen eigenen Vorkurs machen. Ja. Da packst du nicht so gleich. Vorzündung, ne? Ja, klar, alles, was du dir vorstellen kannst. Also da Nudels 10 Minuten nochmal tun, dass es ausspringt. Nicht? Den, der ist mir nicht in Erinnerung. Ja, der und dann in den letzten Jahren haben wir drin stehen, hellgrau dunkelgrau. Waren ganz wenige. Der meiste war der hellgrau dunkelgrau. Die Buchen ist ja bekannteste Modell. Ja, na, die ist ein bisschen stärker, am ABS stärker als das da oben. Ja. Die dicke. Hat mir angerufen ein Mann aus dem 13. So ein 47er Kombi mit 1,3 Millionen Kilometer drauf, fährt noch immer mit dem, schwarze Nummer. Sagt er, ja, und jetzt will er das alles und das Haus auch verkaufen, die Kinder haben kein Interesse. Hat er Tischlerei im 4. Bezirk gehabt und in Schlastadt ist er mit seinem Baby gefahren. Und weil er gesehen hat, dass wir das haben, ob wir nicht das Baby haben wollen fürs Museum. Was wollen Sie? Gib mir 100 Euro. So, dreimal runtergetreten und die Fahrt. Jetzt kriegen wir das Pickerl, also das habe ich gestern veranlasst, kriegen wir das Pickerl und so. Das ist ein 80er Baujahr. Aha, kann ich noch das holen? Naja, dann sagen wir, sie kann nicht überlassen, nein oder was, bist du da drin? Okay, gut ist, mache ich. Ja? Okay, dann wie viel kriegst du? 140, nicht? Ja, ich bin im Museum momentan. Ja, okay, gut ist. Tschüss. Das war jemand, der fährt mit Funk. Ich bin mal angemeldet in Hand und sagt, okay, jetzt habe ich den Vorschlag. Und da war ich. Tennis spielen im Herbst, mit dem gewohnten Tennis-Ober. Samstag war ich gefahren, Montag mit Prüfung. Dann haben wir am Schädel gefahren. Auch schön. Prüfung gemacht, der hat gesagt, das ist das Motorrad 47 geworden. Das Motorrad fährst wieder ein Vorschiff, wo der Einzige, der da durchgekommen ist. Die ganzen Einzelnen sind alle durchgefallen. Ja. Die ersten 8 Wochen in der Vorschiff bin ich auch gesessen. Ich hab den Deckel gezogen. So, das ist den Radio bekommen. Minerva, die noch, als war Minerva ist, das alles mögliche Haut und Rede. Was soll ich denn da schon wieder? Ja, das ist super. Und da ist der Graue, ne? Ja, so ja. Waren viele und der ist halt. Der ja. Kann nicht mehr rosten, weil der ist lackiert. Ja, ja. Farblos. Das war ein Flieger, ne? Das ist mir schon ein bisschen aus. Der hat bei uns den Spitznamen die Ratte. Weil er halt ja. Da gibt es ja auch Modeerscheinung schon seit 20 Jahren. Die Red Bikes, ne? Ja. Die kaufen sie neue alte Rauen von neue und dann mit Säure alt machen. Die wahnsinnigen, ne? Ja, das tun wir nicht. Das ist, ich würde fast sagen, bei den Fahrzeugen, unser Großbürster, jetzt sage ich, wenn einer ein bisschen was von den Fahrzeugen versteht. Der Buchroller ist, die Firma Buch hat die Roller erzeugt bis 1967, von 1953 an, jährlich ca. 4000 Stück. Und der Elektrostarter? Nein. Gibt es mit Elektrostarter? Ja, Schnellpunkt. Ja, ist er ja schon. Ja. Und 1967 hat die Firma Buch mit der Rollerproduktion aufgehört und hat noch 136 Stück erzeugt. Und das ist einer von den 136. Also mehr? Da haben wir nicht. Den haben wir aber generell sein. Ja. Der schaut jetzt so aus, wie er damals nicht ausgeschaut hat. Der war ein Baustein. Alles dokumentiert. Ja. Ja. So wenn es liegt, bitte. Das war alles. Wo macht ihr das? Auch da? Nein. Der Christian, mein Sohn, wohnt in einer Wohnhausanlage von uns im 13. Bezirk. Und da waren früher, das sind kleine Häusl mit 8 Wohnungen, die sind zum Teil zusammengelegt, ja, auch zwei. Und damals, die sind 53, 54 fertiggestellt worden, damals war in jedem Haus eine Waschküche.
Jetzt gibt es nämlich eine für die fünf Häuser und er hat so eine Waschküche, die hat 22 Quadratmeter. Es ist zwar ein bisschen mühsam, das runterzahlen und auf, aber das geht, das ist nicht, aber da hat die Werkstatt. Da haben wir eine Hebebühne, eine mechanische, aber dass er auf der Hebebühne stehen hat und so. Ja, HMW, was drin steht, ja. Das rote oben, und das ist das Nachfolgemodell von der Fuchsinette. Und der hat schon gehabt, das wieder ein Nachfolgemodell von dem. Genau. Ein blaues HMW. Ja. Ja. Das waren die typischen Radios, die du ins Auto rein, außer, nicht? Kofferradio. Zum am Zirkelteich haben wir es mitgehabt? Genau. Genau. So. Also das ist nicht in dem Bauch, sondern die Gerade. Das war ja Zubehör beim Bauch eigentlich. Das muss man ausführen. Das muss man gleich da anbauen. Ne? Ja, also gut. Mit der, also da ist auch das Sissi-Modell. Ja, da war der Kofferraum war schon hinten. Ne? Ja, genau. Da ist auch gemeldet. Der, das ist Uropas Roller. Ja, also das ist der Urgroßvater von meinen Enkelkindern, ist mit dem Roller gefahren. Das ist ARA 125er, das ist ein DF. DF mit Fremdscheine. Die ist auch gemeldet, mit der fahren wir regelmäßig. Nein, ja, 250er DF. 250er DF, ja. Ich habe 250er DF gehabt. Da haben wir die gelbe A, die steht da. Und ein Werbung angehängt, dann hast du es so verzogen. Die gibt es zwar mit 75, mit 50 Kubik, aber fast kein mehr kriegt man mit 125. Und das ist ein 125er. Das ist auch, also da herin ist auch gemeldet. Vespa, da, ja. Die Vespa ist auch gemeldet, der Roller ist auch gemeldet. Da 1, 2, 3, 4, 5. Das sind da. Also die 5, 6. Der Uwe Faber hat die Generalvertretung für Java gehabt, immer. Und der ist ja gestorben vor 5 oder 6, 7 Jahren. Die Jungen haben ja das Geschäft. Jetzt sind wir in der Karlberger Gasse. Und die Wunder ist weg. 400 verkauft wurden. Mehr nicht. Also da hat es ganz wenige in Österreich gegeben. Da haben wir es gell? Da habe ich. Du hast am Schopberg gegangen und der Pinker geschwappt oder so. Also folgendes. Jetzt aber gleich passieren lassen. Und wollten am Schopberg verraten lassen. Das ist auch toll. Also, es gibt auf der einen Seite, ich kann nur sagen, was ich weiß, auf der Utterkringerstraße den Otto Dani, das ist ein Fiat-Händler, der hat dort eine rote Rumi stehen und verlangt Exorbitantes. Es hat auf der Dalierstraße einen Zoohändler am Richard Langer Platz gegeben, der hat zugesperrt, der hat mich angerufen, der hat da beim Hieselbach, hat er Wunder jetzt, Saison hat einen Eissalon am Margaretenplatz, der hat 20 Rumi dort stehen. Und jetzt hat er mich angerufen, ob ich eine Rumi haben will. Sag ich, na was? Dann sagt er, na ja, 5000er schon. Ja? Sag ich, na ja, jetzt bin ich schon noch dabei. Fahr jetzt auch noch, das kann ich nicht sagen. Sag ich, na dann, hören wir mit der Diskussion. Das ist klar. Ja. Ja, und jetzt muss ich eines sagen zu den Rumis. Das ist aber wirklich ein Zufall. Das, da war Oldtimer-Messe Dulln, sitze und ist ein Wirstel. Sitzen am Tisch drei ältere Herren, Rumi-Fahrer, und da zählen sie die gegenseitig, welche Schwierigkeiten es in Österreich gibt, die überhaupt enorm sind, aber auch in Italien, in Mailand, noch Teile von Rumi zu bekommen. Und dann denke ich mir, erst auf sowas los ich mich eigentlich nicht ein, wenn mir es, verstehst, ich will nicht 5000 Euro als Beispiel legen, nur zum da stehen, also da muss ich den Vogel haben. Ja. Da muss man vorne auch kennen, aber das habe ich auch. Der war ja immer hagiger Bildung. Das war immer. Die dritte Orgel, ne? Ja. Wir danken jedenfalls, das war sehr interessant. Ich war mal bei mir, aber was das letzte steckt, da ist gerade. Da gibt es ein bisschen Wagen zu brauchen, ne? Wenn es früh wird, dann kriegen wir es auch wieder an, ne? Weg war es. So, also wie gesagt, das sind unsere Rechte. Wir pflegen sie, wir heben sie, aber noch dazu können.